Hey Leute, heute in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr diese Baker-Mütze am besten stylen könnt. Ich muss sagen, ich habe auch immer lange überlegt, soll ich mir so eine holen oder nicht, aber ich fand sie selber immer so schön aus bei anderen. Und ich dachte, da mache ich einfach mal ein Video, wie ich euch einfach mal zeige, wie sie schön aussieht oder wie man sie so ein bisschen verschieden tragen kann. Und ich würde sagen, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der einfachsten Art an und das ist sie einfach nur normal aufzusitzen, während man die Haare runter hat. Ihr könnt sie, je nachdem wie ihr wollt, natürlich auch ein bisschen weiter ins Gesicht ziehen. Kommt doch immer so ein bisschen darauf an, welche Variante ihr habt. Aber grundsätzlich erstmal normal übers Gesicht ziehen, finde ich, geht immer und sieht einfach auch immer schön aus. Ja, auch häufig macht man ja auch einen Zopf und das kann man natürlich bei der Mütze auch machen. Jetzt erstmal hier so einen etwas tieferen Zopf. So. Und dann kommt natürlich einfach wieder die Mütze auf. Je nachdem, wie kurz eure Haare sind, könnt ihr sie natürlich auch so ein bisschen nach vorne machen. Also den Zopf mehr nach vorne, sag ich mal, verlagern. Da müsst ihr einfach gucken, was eure Haarlänge hergibt. Hier vorne den Zopf und jetzt dann die Mütze wieder auf. Eine andere Alternative ist natürlich, wenn ihr sagt, oh, heute habe ich mal nicht so einen guten Haartag, dann mache ich mir einfach so einen kleinen Dutt und tue die Haare einfach in die Mütze. Man macht einfach hier die Haare ganz normal zusammen und nimmt die kompletten Haare einfach mit rein. Wenn ihr dann aber doch eigentlich eher so ein Fan davon seid, dass man eure Haare sieht, trotz Mütze, dann könnt ihr auch einfach überlegen, ob ihr sie einfach ein bisschen schief aufsetzt. Also entweder ihr macht sie gerade, das ist eine Variante, oder ihr setzt sie einfach so ein bisschen schief auf. Und dann sieht das Ganze auch eigentlich schon ganz anders aus. Wo man immer noch die gleiche Mütze hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder einen netten Kommentar da lasst oder auch vielleicht ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!